Mein Name ist Bettina Barz. Ich leite das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Patrick Eisenhauer. Ich bin Projektmanager beim Kompetenzzentrum E-Standards und bin da als Projektleiter für das Thema Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Digitalisierung zuständig. Für kleine mittelständische Unternehmen ist es total wichtig, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit jetzt zu beschäftigen. Das hat zwei große Gründe. Zum einen die regulatorischen Anforderungen und zum zweiten geht es natürlich darum, dass die Konsumenten und Verbraucher ein gesteigertes Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit haben und nachhaltige Produkte konsumieren möchten. Die mittelständischen Unternehmen haben eine große Chance, das Thema Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen umzusetzen. Auch hierfür gibt es Standards, die eingesetzt werden. Um Transparenz und Rückverfolgbarkeit im eigenen Unternehmen sicherzustellen, braucht es zwei Dinge. Ich muss meine physischen Produkte eindeutig identifizieren. Ich brauche quasi so einen Zugriffsschlüssel. Und auf der anderen Seite muss ich diese Informationen in die digitale Welt bringen. Für die mittelständischen Unternehmen ist es insbesondere wichtig, ihre Daten im Unternehmen zusammenzubringen. Wenn wir zum Beispiel den Bereich elektronische Rechnung haben, haben wir sehr viele papierbasierte Rechnungen. Sehr einfach geht es darum, diese umzustellen in den Bereich elektronische Rechnung. Hier kann zum Beispiel das Format Zugpferd als PDF-Rechnung eingesetzt werden, um automatisiert Rechnungen zu verarbeiten und den Belegfluss im Unternehmen zu optimieren. Das Thema Kreislaufwirtschaft bzw. Circular Economy ist ein sehr wichtiges Thema. Die Daten, die man braucht für die Kreislaufwirtschaft, sind beispielsweise, dass man genau die richtigen Informationen über die Rohstoffe hat, die man einsetzt. Je nachdem, welchen Rohstoff man einsetzt, sind die eben besser oder schlechter kreislaufwirtschaftsfähig. Informationen für ein Entsorgungsunternehmen könnte man im Rucksack verbauen. Dann könnte das Entsorgungsunternehmen eben genau wissen, aus was besteht dieses Produkt. Wie muss ich das vielleicht auch auseinandernehmen, sodass ich es möglichst gut wieder weiterverwenden kann? Aus meiner Sicht ist es für Unternehmen eigentlich nicht mehr trennbar, das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu sehen, sondern es kommt wirklich zueinander, weil ich durch dieses einheitliche Handeln natürlich viele Effizienzpotenziale im eigenen Unternehmen heben kann.